Wer war Andrei Sacharow? Andrei Sacharow baute als Physiker die Wasserstoffbombe für Stalin, wurde aber später zum Menschenrechtsaktivisten und Dissidenten. Und mich hat besonders an seiner Biografie eigentlich beeindruckt, dass er als glorreicher Held der Sowjetunion trotzdem zum Regimegegner wurde. Und das lag daran, dass er seinen Ruf dadurch verspielte, dass er Chruschtschow einfach anrief, wenn ihn etwas störte. Er kam zu der Meinung, dass das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens die Menschheit eher an den Rande der Vernichtung bringt. Warum ich finde, dass der Physiker Sacharow auch heute, über 100 Jahre nach seiner Geburt, noch relevant ist, ist eben, weil er nicht nur Physiker war, sondern sich vor allem auch für Menschenrechte eingesetzt hat. Und so war er zum Beispiel im April 1985 für 178 Tage im Hungerstreik, um eine Behandlung für seine Frau Jelena Bonner zu erwirken. Und das erinnert natürlich an den Bürgerrechtsaktivisten Nawalny, der heute in Russland im Hungerstreik ist.